Und da sind wir auch schon wieder zurück und ich kann euch sagen, Faye hat überhaupt nichts gemacht. Sie guckt uns an und gehorcht uns nicht. Anscheinend haben wir zu wenig Orden. Naja. Es ist möglich, den herabgestürzten Windradpropeller für das große Windrad mit der Aurasuche zu finden. Yay! Er ist jedoch zu schwer, um ihn in der Tasche hierher tragen zu können. Wie? Was? Oh, oh. Ich glaube, der hat sich in Faye verliebt. Oh, verehrte Faye, wie kann ich euch dienen? Sag ich doch. Sehr wohl, verehrte Faye. So schwer es auch sein mag, für euch trage ich es bis ans Ende der Welt. Yay, yeah, Faye, du bist nützlich. Gebieter. Mit Hilfe des Roboters ist es möglich, den Windradpropeller aus dem Erdland hierher zu transportieren. Ey, weißt du, Link steckt so einen magischen Krug einfach in seiner Tasche oder sonst was, aber bei einem Futzelpropeller ist er... Ja. Begib dich nun auf die Suche nach dem Propeller. Halalala. Können wir nicht einfach das Ding auf seinem Kopf nehmen? Das ist auch ein Propeller. Also, ich helfe dir, grüner Wicht. Frag die verehrte Faye, wenn du mich brauchst. Ich kann ihre Gedankenwelt aufspüren. Bitte die verehrte Faye, mich zu rufen, wenn ich etwas transportieren soll. Wie findest du eigentlich die Sachen, die unter die Wolken gestürzt sind? Vielleicht hilft dir ja unser schrulliger Wahrsager da drüben. Er sieht aus wie ein Hohlkopf und er ist auch einer. Aber seine Vorhersagen sind meistens gar nicht mal so übel. Klar sind die übel, der sagt mir unnötige Sachen. So. Außerdem haben... Nein, nicht dieser Augenschmied! Warte, ein Augenblick! Du siehst emsig aus, junger Freund. Ich geb dir gleich emsig, ey. Vermutlich bist du... Vermutlich bist du fleißig auf der Suche nach Schätzen, nicht wahr? Ich kann meine Kristallkugel nach Schätzen befragen, wenn du möchtest. Sprich mich an, wenn du Interesse daran hast. So, kann nicht widerstehen, muss fragen. Ich bin hypnotisiert. Sei gegrüßt, junger Freund. Soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Ja, ich bitte darum. Üblicherweise verlange ich dafür ja 10 Rubine. Aber nur heute wage ich den Blick in den Kristall für nur 100 Rubine. Ja, ein schönes Angebot. Hörst du? Nur 100 Rubine! 200 Rubine! Möchtest du deine Zukunft erfahren? Gerne. Oh, wie schön! Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Gerade erst vor 2 Minuten. Nein, verstehst du mich nicht falsch. Die sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung, junger Freund. Also gut. Worüber möchtest du etwas erfahren, junger Freund? Schätze. Schätze, also nun. Ich selbst habe ja noch nie einen Schatz gefunden, aber wie dem auch sei, meine Augen sehen alles. Dann wage ich nun den Blick in die Kristallkugel. Blablabla. Ja, komm, mach hin jetzt. Hui! Oh, jetzt sehe ich's. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Ein grünen Wicht. Oh, ein Wall. Ein Land voller Sand. Ein Feuerberg. Und dazu zahlreiche Monster. Über welche Schätze soll ich meine Kristallkugel befragen? Im Wald. Der Wald, da. Ah. Ich sehe ihn deutlich vor mir. Du kannst Vogelfedern und Bienenlarven finden. Fange kleine Vögel mit einem Netz, um an die Vogelfedern zu gelangen. Bienenlarven erhältst du, wenn du einen Bienenstock zu Boden stürzen lässt. Und hast du das Glück auf deiner Seite, findest du statt einer Vogelfeder sogar eine seltene blaue Vogelfeder. An den meisten Orten kannst du zudem Bernsteinhalbmonde oder die seltenen Finsterhalbmonde finden. Finsterhalbmonde? Die brauchen wir doch. Finsterhalbmonde findest du jedoch nur während einer Prüfung. Prüfung? Prüfung? Hallo? Der seltenste Schatz, den ich sehe, ist das Geschenk der Göttin. Findest du dies, bist du wohl wahrlich vom Glück gesegnet worden.
Nun, das wäre alles für den Moment. Solltest du erneut vom Weg abkommen, zögere nicht, mich um Rat zu fragen. Viel Glück! Toll, jetzt hat er uns gar nicht über das Windrad informiert. Die... Genau. Ich nenne es einfach mal nicht. Wir haben Face Aura Suche und ich denke mal, wir werden das Ding schon finden. So. Lala. Und dann laufen wir schnell da hinten rüber. So. Und ey, da, der sagt bestimmt eh nichts Neues. So. Dann fliegen wir jetzt in den Wald. Ich kann mir schon ungefähr denken, wo es sein muss oder kann. So. Nämlich, wenn wir da unten irgendwo landen, ist das nämlich genau an einem ganz anderen Ort. Also an dem weit entferntesten Ort von dort. Bam. Bestimmt irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das nicht vielleicht irgendwo schon mal gesehen haben. Aber ich wüsste nicht wo. Oh ja. Bewegehafte Vogelstatue. Moment. Hier ist der Wolkenhort. Dahin. Tempel im Wald. Zu dieser Vogelstatue reisen. Ja. So. So, jetzt mal gucken. Ist hier irgendwo ein Windrad? Achso, ja, hier. Wir haben ja hier Dings. Ganz vergessen. So. Mal gucken. Okay, wir sind hier vollkommen verkehrt. Dann laufen wir eben hier den ganzen Weg zurück. So. Und wir versuchen auf dem Weg Vögel zu fangen. Kleine Vögel. Whoop. Weil... Ja. Ich will mal so eine Feder erhalten. Hey, du Schleim. Oh, clever. Vielzahl von Dingen verwendbar. Ja. Aber warte mal. Ach, das da oben sind die normalen Federn. Die haben wir noch gar nicht. Ey, hau ab. So, dann nehmen wir schon mal hier das Netz. Auf den B-Knopf. Oh Moment, Bienenlarven möchte ich auch noch. So. Ha! Aua! Ah, Bienenlarven. Dafür lohnt sich das Stechen. Jetzt wollte ich schon sagen, stohnt sich das Lächeln. Ja. Egal. Vollständig, ja! Ich hasse Wespen oder Bienen oder alles. Was sticht? So. Jetzt sind wir hier. Gibt's hier ein Windrad vielleicht? So. Fey, deine Aurasuche ist echt doof. Und wir sind fast tot. Ah, da sind Herzen. Ein Herz für uns. Hm. Oben auf dem Baum auch nicht. Vielleicht hätten wir beim Wahrsager ja nicht Schätze klicken sollen, sondern das andere. Und erst dann können wir auch das Windrad wirklich finden, aber das wäre echt doof, wenn wir uns jetzt den Arsch danach absuchen und das gar nicht finden können. Aurasuche. Ey, wir sind genau auf der falschen Seite wieder gelandet. Hab ich doch gleich gewusst. Ah, ne. So, in die Richtung müssen wir. Um weiter zurückzulaufen. Wow. Ja, Link, komm. Reg dich ab. Auch nichts. Also noch weiter zurück. Oh. Das kann ja... Oh, Vögel. Die wollte ich doch fangen. Nein, jetzt sind die weggeflogen. Ah, doch nicht. Ey, komm. Verdammt. Sind hier noch mehr? Irgendwo? Lalala, Vögel, Vögel. Wir wollen doch nur ein paar Federn. So, dann gehen wir jetzt hier halt runter und weiter zurück. Zack. Und hier... Nee, auch nichts.
Nichts. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also in diesem Part möchte ich schon gern noch das Windrad finden. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt waren wir eigentlich überall. Also in jedem Teilgebiet. Außer im normalen Siegelhain. Ah, Vögel. Ey, ey, wie schnell sind die denn? Egal, fangen wir uns hier ein paar Käfer. La la la. Du hast einen Pyro-Riesenkäfer gefangen. Vielleicht müssen wir auch für die Vögel unser Netz erst vergrößern. So, und den noch. Zack. Dann gehen wir einmal hier hoch. Und gucken noch unten im Siegelhain, ob vielleicht da das Windrad ist. Und wenn nicht, gehen wir nochmal hoch und den dummen Wahrsager ansprechen. Der uns einfach so über den Tisch gezogen hat. Tolle Wurst! Mann. Voll unfair, ja. Gehen mal wieder nach oben. Wir haben ja anscheinend keine andere Wahl. Siegelhain, ins... Ja, Siegelhain. Ins Wolkenmeer reisen. Möchtest du zurück zum Wolkenmeer? Ja, sonst würde ich nicht fragen. So. Jetzt hauen wir den Wahrsager erstmal. Geht ja nicht an hier, ey. Komm jetzt. Und gib Gas. Vogel. Lieber Vogel. Du hast uns so oft geholfen. Und komm, spring ab jetzt hier. Komm. Ist ja nicht zum Aushalten. Ich glaube nicht, dass wir das Windrad in diesem Part noch finden. Schwach. Echt schwach von mir. Ich hätte den Wahrsager lieber noch ein zweites Mal ansprechen sollen. So. Jetzt kriegt er halt seinen Willen. Zack. Na? Oh, sei gegrüßt, junger Freund. Soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Ein Blick in die Zukunft kostet dich 10 Rubine. Nur 10 Rubine. Und ich sage dir, wohin das Schicksal dich führen wird. Nun soll ich beginnen. Gerne. So. Also gut, worüber möchtest du etwas erfahren? Schicksal. So soll es sein, dann blicke ich für dich in die Zukunft. Mein Gott, Alter. Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Junger Freund, ich sehe, du bist auf der Suche nach etwas. Richtig. Mein kleiner Propeller, der in die Tiefen unter den Wolken gestürzt ist. Ich sehe ihn auf einem Berg voller Flammen. Nahe eines Abhangs beim Tempel am Vulkan liegt er. Und nun liegt er eben dort. Ob ich damit wohl richtig liege? Nun, das wäre alles für einen Moment. Solltest du erneut vom Weg... Hä, wie kann der denn... Ach, egal. Dann fliegen wir eben wieder zurück zum Feuertempel. Gut zu wissen. Das hätt ihr auch gleich sagen können. So, Feuer war links von hier aus. Links. So, oh, das war knapp. Da hinten. So. Dann fliegen wir da schnell hin. Stimmt, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwo hatte ich da meinen Propeller gesehen. Aber nicht wirklich beachtet. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, sowas in Erinnerung zu haben. Und weiter. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es doch noch in diesem Part. So, komm. Link, fall, schneller. Oh, verdammt, wir haben total wenig Statuen. Vulkanaufstieg. Tempel am Vulkan. Aber wir haben die, die wir brauchen. Zu dieser Vogelstatue reisen. Ja. Bimba. Ach ja, wir brauchen ja noch eine stärkere Rüstung für das Feuer. So, eine halbe Minute haben wir noch, um uns schnell hier schnell umzugucken. Da unten war doch einer, oder? Ja, da ist er. Stimmt. Und ganz ehrlich, das kann er nicht in die Tasche nehmen. Untersuchen. Aber Leute, hier muss ich wieder den Part beenden. Und ironischerweise ist wieder Faye im Bild. Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!